Dankeschön für die nette Einführung. Es freut mich sehr, also dass ich diese Chance bekommen kann, mit Ihnen alle über Topic Modeling auszutauschen. Und mein Vortrag bezieht sich auf mein Dissertationsthema, nämlich Evaluation von LDH Topic Modeling. Genau. Also hier ist die Gliederung des Vortrags. Ich werde zuerst meine Analyse über die Anwendungen von Topic Modeling in Digital Humanities kurz vorstellen und danach werde ich die möglichen Evaluationsmethoden und Topic Modeling zusammenfassen und im dritten Teil sind die, also ein Teil der Untersuchungen, die ich in meiner Diss gemacht habe. Ja, also ich möchte Topic Modeling evaluieren und als Vorarbeit, um ein klares Bild davon zu bekommen, wie LDH Topic Modeling in DH eingesetzt wurde, habe ich zuerst 60 Publikationen aus DH Conference Abstracts und zwei Zeitschriften gesammelt. Und wie Sie hier sehen können, hat die Anwendung von Topic Modeling in DH in den letzten Jahren ständig zugenommen. Und die meisten davon beziehen sich auf historische Forschung und literaturwissenschaftliche Forschung. Ich glaube, da war jeweils 18 und 17 Publikationen in Bezug auf diesen zwei Themengebieten. Und meine Meta-Analyse konzentriert sich auf drei Aspekten, nämlich Pre-Processing und Modellierung und Post-Processing. Also grundsätzlich möchte ich verstehen, was macht man, bevor man ein Topic-Modell trainiert und was macht man beim Training des Modells und was macht man danach. Ja, schauen wir uns zunächst das Pre-Processing an. Es gibt 22 Arbeiten, die über ihre Pre-Processing-Methoden berichten. Unnötige Informationen werden normalerweise aus den Textdaten entfernt, also in den meisten Fällen. Satzzeichen, Zahlen, XML-Tags, Stopwörter werden entfernt und die Groß-Kleinschreibung werden normalisiert und Lemmatisierung mag man auch und Path-of-Speech-Tagging auch. Also Lemmatisierung hilft dem Topic-Modell, sich mehr auf die semantischen Aspekte der Wörter zu konzentrieren und mit Hilfe von Path-of-Speech-Tagging können Wörter mit weniger Inhalt identifiziert und entfernt werden. Und diese Entfernung von Stopwörtern ist sehr eng mit dem Zweck der Analyse verbunden. Es gibt Ansätze, die nur die Standard-Stopwörter oder Funktionswörter entfernen und manche behalten nur die Substantiven und Verben. Und während andere vielleicht auch die Adjektive und Adverbien behalten. Und außerdem in diesem Paper Hettinger 2016 wurden Namenentitäten, Personennamen, Ortsnamen und so weiter aus dem Text entfernt, weil diesen Namenentitäten für ihre Analyse der literarischen Texte weniger relevant sind. Und im Vergleich dazu in dem Yamada 2015 wurde die Namen von Personen beibehalten, weil die Autoren die Verbindungen zwischen den Namen in ihrem Korpus herausfinden wollten. Deshalb wird von David Mimnow, der Betreuer vom Topic Modeling Tool Mallet, vorgeschlagen, statt Pre-Processing dieser Schritt als Purposeful Data Modification zu nennen, also damit es klar ist, was man hier macht. Und eine weitere häufig verwendete Pre-Processing-Methode ist das Chunking von Dokumenten, meistens bei der Analyse der literarischen Texte, wie zum Beispiel Romane. Also mit dieser Methode können nicht nur die Topics erfasst werden, die sich durch ein ganzes Dokument ziehen, sondern auch die Topics, die nur an bestimmten Stellen eines langen Dokuments erschienen. Manchmal wird keine Segmentierung eingesetzt und betrachtet zum Beispiel einen Zeitschriftartikel als ein Dokument, weil also die Artikel sind nicht so sehr lang.
Und einige Ansätze unterteilen ihre Texte in N-Token-Chunks, und die Einstellungen von N waren auch sehr unterschiedlich, von 125 über 500 bis 1000. Und eine andere Strategie besteht darin, ein Buch in 10 gleich lange Segmente zu unterteilen. Es gibt auch außerdem noch Methode, zum Beispiel ein Buch nach Seiten zu zerlegen. Genau. Okay, also jetzt schauen wir den Schritt der Modellierung an. Es gibt insgesamt 30 Arbeiten, die über ihre Einstellungen bezüglich der Faktoren berichten, die das Training eines Topic-Modells beeinflussen können. Zum Beispiel die Anzahl der Topics, welche Topic-Modeling-Tools werden verwendet, Hyperparameter und so weiter und so fort. Und hier ein Hinweis zu den zwei sehr populären Topic-Modeling-Tools, Mallet und Gensim. Also wenn man, hier ist auch eine Erklärung von David Mimno, wenn man Millionen von Dokumenten als Korpus hat, ist der Algorithmus in Gensim besser geeignet. Aber umgekehrt, wenn man einen relativ kleinen Korpus hat, kann Mallet also erfahrungsmäßig bessere Topics produzieren. Und also in 27 Arbeiten werden die Anzahl der Topics, der Topic-Modelle berichtet. Und hier sehen wir einige Beispiele, die sehr unterschiedliche Einstellungen haben. Also die Textsammlung in den ersten zwei Untersuchungen, die haben also ungefähr ein gleich größer, also der Korpus sind ungefähr gleich groß, aber in der ersten Untersuchung werden 2 bis 10 Mal mehr Topics trainiert. Und während in der dritten Untersuchung, das Korpus ist 10 Mal größer, aber es werden immer noch also 4 bis 500 Topics trainiert. Und ein anderes Beispiel ist die Anzahl der Iterationen. Und hier sehen wir auch also sehr unterschiedliche Entscheidungen. Ja, und nach dem Trainingsprozess werden die trainierten Topic-Modelle oft also evaluiert und visualisiert. 7 Arbeiten haben berichtet, dass die Topics manuell bewertet bzw. interpretiert werden. In 4 Arbeiten werden die Topic-Modelle durch Topic-Modeling-basierte Dokumentklassifikation evaluiert und also bessere Klassifikationsergebnisse bedeutet ein besseres Modell. Und in einer Arbeit wurde das Topic-Kohärenzmaß eingesetzt, um die Interpretierbarkeit der Topics automatisch zu überprüfen. Und wie gesagt, neben die Evaluation macht man oft auch die Visualisierungen. Es gibt insgesamt 30 Publikationen, die ihre Topic-Modelle visualisiert haben. Zum Beispiel mit Netzwerkvisualisierung die Verbindung zwischen Topics und Topic-Wörter darzustellen oder Heatmaps für die Visualisierung der Topic-Dokumentverteilung und auch WordCloud für die Darstellung der Top-Wörter, also die wichtigsten Wörter jedes Topics. Und auch wenn man die Topic-Dokumentverteilung mit den Metadaten der Dokumente verbindet, kann man auch die Korrelationen zwischen diesen Daten visualisieren, zum Beispiel die Veränderungen von Topics im Laufe der Zeit. Ja, so viel zu den Anwendungen von Topic Modeling in DH, und man kann, hoffe ich, dass man kann dadurch einen groben Eindruck bekommen, dass das Topic Modeling selbst noch aufgrund seiner Komplexität von der DH-Community noch nicht sehr gut verstanden wird. Und deshalb möchte ich in meiner Dissertation durch die systematische Evaluation das Topic Modeling als eine Forschungsmethode besser verstehen. Und für diese Aufgabe habe ich dann zuerst die möglichen Evaluationsmethoden recherchiert und analysiert. Die Evaluation von Topic Modeling enthält nach meinem Verständnis 2 Aufgaben. Eine ist die Evaluation des Topic-Modells und die andere ist Evaluation der Topics. Dazu komme ich gleich.
Aber erstmal die Evaluation des Topic-Modells. Und diese Aufgabe bezieht sich auf die Frage, wie gut ein Modell die Textdaten zusammenpasst. Man kann durch eine interne Evaluation die Qualität des Modells schnell überprüfen und kann auch durch die Leistungsfähigkeit des Modells in einer externen Aufgabe die Qualität des Modells widerspiegeln. Also in Computerlinguistik, also die meisten Methoden werden von Computerlinguisten vorgeschlagen, und in Computerlinguistik kann ein Topic-Modell als ein Sprachmodell betrachtet und die Perplexität eines Sprachmodells wird oft verwendet als der Identifikator der Qualität des Modells. Die Idee ist, zuerst ein Modell auf die Trainingsdaten zu trainieren und dann auf Testdaten zu testen. Als Ergebnis bekommt man die Wahrscheinlichkeit bzw. die Perplexität der Testdaten. Und also ehrlich gesagt, ich habe DH studiert und verstehe nicht alle technischen Einzelheiten dieser Methode. Aber nach meinem Verständnis wichtig sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ein Modell mit einer niedriger Perplexitätswert eine bessere Qualität hat. Also hier sehen wir ein Beispiel, dass hier sind vier unterschiedliche Sprachmodellen. Ein LDA ist auch dabei, und mit der Erhöhung vom Anteil der Topics ist die Perplexität also immer niedriger. Das bedeutet, das Modell wird verbessert. Und was noch wichtiger ist, dass diese Korrelation zwischen Perplexität und die Leistungsfähigkeit des Modells in einer externen Aufgabe keine Kausalität ist. Deshalb kann eine interne Verbesserung in Perplexität nicht immer garantieren, dass das Modell bei den externen Aufgaben auf jeden Fall besser funktioniert. Eine externe Evaluation ist deshalb immer notwendig. Und im Kontext von Topic Modeling hat so eine interne Evaluation noch einen anderen Nachteil, nämlich die Perplexität kann die Qualität der Topics nicht widerspiegeln. Es wird zum Beispiel in dem Paper Chang 2009 also beobachtet, dass es eine negative Korrelation zwischen menschlicher Bewertung der Topics und Perplexität des Modells gibt. Und also neben der Berechnung der Perplexität werden noch andere vier internen Evaluationsverfahren vorgeschlagen in diesen vier Publikationen, und die vier Methoden wurden in dem R-Paket LDA-Tuning implementiert. Hier sehen wir auch ein Beispiel, dass drei Methoden stark miteinander korreliert, während eine Methode nur einen absinkenden Trend mit der Erhöhung von Anzahl der Topics zeigt. Und in der Arbeit Wehrheim 2019 wird zum Beispiel berichtet, dass LDA-Tuning sagt, dass das Modell mit 30 Topics das beste Modell ist, aber nach der manuellen Bewertung sind die Topics sehr unspezifisch. Und im Vergleich dazu, wenn ein Topic-Modell mit 70 Topics trainiert wird, sind die Topics besser interpretierbar. Also das bestätigt, dass die interne Evaluation die Qualität der Topics nicht unbedingt gut widerspiegeln kann. Gut, so viel zu den internen Evaluationsmethoden. Bei der externen Evaluation des Topic-Modells kann ein Topic-Modell für Information Retrieval eingesetzt werden. Und ein besseres Modell soll zu einem besseren Information Retrieval-System führen. Zum Beispiel hier in diesem Beispiel können wir sehen, wenn man Topic-Modelle mit mehr als 50 Iterationen trainiert, kann das ein IR-System einen höheren Precision erzielen.
Im Vergleich zu Information Retrieval wird in Topic Modeling in DH oft für eine andere externe Aufgabe eingesetzt, nämlich Dokumentklassifikation. Durch Topic Modeling bekommen wir eine Document-Topic-Verteilung und in dieser Verteilung wird jedes Dokument durch einen Vektor von Topics mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten repräsentiert. Deshalb kann diese Repräsentation der Dokumente für die Klassifikation eingesetzt werden. Hier habe ich auch ein Beispiel. Unterschiedliche Topic-Modelle werden, also unterschiedliche Topic-Modellen mit verschiedenen Parametereinstellungen werden zuerst trainiert und das Modell, das beste Klassifikationsergebnis erzielt, wird in dieser Untersuchung als das beste Modell betrachtet und für weitere Analyse verwendet. Ja, also wie ich vorher schon erwähnt, dass die Evaluation der Topics auch eine eigene Aufgabe ist und die Qualität der Topics ist sogar wichtiger für uns, weil in DH-Forschungen interagieren wir meistens direkt mit den trainierten Topics. Zurzeit konzentrieren die Evaluation der Topics sich hauptsächlich darauf, die Interpretierbarkeit der Topics zu überprüfen. Und sowohl manuelle als auch automatische Evaluationsmethoden werden vorgeschlagen. Hier habe ich einige Evaluationsmethoden der Topics aufgelistet. Die erste Methode behandelt die Evaluation der Topics statistisch und schlägt vor, dass zuerst ein schlechtes Topic, also ein Junk and Insignificant Topic zu definieren. Weil ein Topic eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Wörtern ist, ist ein Topic eigentlich auch ein Vektor. Und man kann immer die Distanz zwischen Vektoren messen. Und wenn der Distanz zwischen diesem schlechten Topic und einem anderen Test-Topic groß ist, kann man sagen, dass das Test-Topic ein gutes Topic ist. Umgekehrt ist das Test-Topic schlecht. Die Frage ist, wie soll man ein schlechtes Topic selbst definieren? Die einfachste Methode, also Möglichkeit ist hier, ein Topic-Modell mit nur einem Topic zu trainieren. Dadurch, also dieses Topic ist dann, enthalten dann alle Wörter in dem Korpus und das Topic ist auf jeden Fall mindestens ein insignificant Topic und es kann für die Evaluation verwendet werden. Genau. Und die zweite Methode ist eine Sammlung von unterschiedlichen deskriptiven Metriken, die in Mallet implementiert werden, zum Beispiel Document Entropy. Ein Topic mit niedriger Document Entropy bedeutet, dass das Topic sich auf weniger Dokumente konzentriert und das Topic eher spezifisch ist. Umgekehrt konzentriert ein Topic auf mehreren Dokumente und dieses Topic ist dann eher, dann sollte dieses Topic eher allgemein sein. Und hier, ich glaube hier, genau, hier auf die Webseite von Mallet, diese Topic Model Diagnostics, werden alle diesen unterschiedlichen Metriken ganz klar erklärt, wie diese Metriken funktionieren. Und wenn Sie möchten, können Sie die Seite genau anschauen. Einigermaßen mindestens sind schon sehr interessant und hilfreich. Okay, kommen wir zurück zu den Folien. Die dritte Methode heißt Word Intrusion. Die Methode ist eine manuelle Evaluationsverfahren. Die Idee ist, dass man zuerst die Top-Wörter eines Topics, also die wichtigsten Wörter eines Topics nimmt und fügt ein zufälliges Wort hinzu. Und wenn die Topic-Wörter, die originalen Topic-Wörter semantisch miteinander stark verbunden sind, sollte das zufällige Wort leicht zu finden. Zum Beispiel das erste Beispiel, das Wort Schreiben ist klar, also das gehört offenbar nicht zu dem Topic.
Und umgekehrt, wenn man zum Beispiel hier das in dem zweiten Topic, kann man schwer sagen, welches Wort gehört nicht zu dem Topic. Und ehrlich gesagt, ich habe selbst ein Wort hinzugefügt, aber habe ich schon vergessen, welches Wort es war. Und genau, und hier sehen wir das zweite Topic, also ein bisschen schwer zu interpretieren ist. Genau, und die letzte Methode, die ich heute vorstellen möchte, ist Topic-Kohärenzmaß. Mit der Hilfe von Topic-Kohärenzmaß wird der Kohärenz der Topic-Wörter überprüft. Und diese Methode ist zurzeit die beste Möglichkeit, die Topics automatisch zu evaluieren. Deswegen möchte ich Topic-Kohärenz noch ein bisschen genauer vorstellen. Und als Beispiel nehme ich das Point-Wise Mutual Information, PMI. Für die Berechnung von PMI zwei Wörter, X und Y, brauchen wir zuerst die Beobachtung der Kohärenz von den beiden Wörtern in einem Referenzkorpus. Und brauchen wir noch die Erwartung der Kohärenz von X und Y. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit jedes Wortes in dem Referenzkorpus. Und der Referenzkorpus sollte prinzipiell eine sehr große Textsammlung sein. Und normalerweise wird Wikipedia verwendet wegen seines enzyklopädischen Charakters, weil die Wikipedia-Seite können diese semantische oder thematische Verbindungen zwischen den Wörtern sehr gut abbilden. Und ein größeres PMI bedeutet eine stärkere Assoziation zwischen X und Y. Hier sehen wir ein paar Beispiele, also Wort Puerto Rico oder Hongkong, die haben einen hohen PMI-Wert, während die Funktionswörter einen niedrigeren PMI-Wert haben. Und für die Evaluation eines Topics überprüft man berechnet man zuerst die PMI für alle Wortpaare der Top-N-Wörter, der Top-Wörter eines Topics. Und dann der durchschnittliche PMI-Wert ist dann der PMI-Wert des Topics. Und bis jetzt werden mehrere Kohärenzmaße von Computerlinguisten vorgeschlagen. Und die müssen natürlich evaluiert werden, um zu testen, okay, welches Maß kann die menschliche Bewertung der Topics besser abbilden. Und und die Evaluation von Topic-Kohärenzmaß funktioniert so: Zuerst trainiert man Topic-Modelle, zum Beispiel man nimmt 100 Topics. Und dann für jedes Topic nimmt man die zum Beispiel Top 10 Topic-Wörter. Und dann soll jedes Topic manuell bewertet als gut oder schlecht, einfach gesagt, gut oder schlecht. Und nach dieser manuellen Bewertung bekommt man so ein Rangfolge, ein Ranking aller Topics. Und der nächste Schritt ist, berechnet man anhand von einem Kohärenzmaß die Topic-Kohärenzwert jedes Topics. Dadurch bekommt man das zweite Ranking der Topics. Und die Rangkorrelation zwischen diesen zwei Rankings kann die diese kann dieser Kohärenzmaß evaluieren. Eine höhere Korrelation bedeutet, dass Maß die menschliche Interpretation der Topics besser repräsentieren kann. Zum Beispiel in dem Paper Röder 2015, das Maß heißt CP und das Ergebnis zeigt, dieses Maß kann eine Rangkorrelation von 0,7 bis 0,8 erreichen. Also Maximalwert ist 1, deswegen das ist schon gut, finde ich. Und in dem Tool, ein Programm heißt Palmetto, werden mehrere Kohärenzmaß implementiert und mit diesem Tool kann man, ich zeige die Seite noch ganz kurz. Mit diesem Tool kann man automatisch die Topics evaluieren und die Kohärenzwerte automatisch zu berechnen.
Ja. Und ich glaube, bis jetzt habe ich das Wort Interpretierbarkeit schon mehrmals gesagt. Und es ist sehr, sehr wichtig, an dieser Stelle klarzumachen, was bedeutet eigentlich die Interpretierbarkeit eines Topics. Weil, wie gesagt, die Methoden werden von Computerlinguisten vorgeschlagen. Und ich glaube, das Paper Automatic Evaluation of Topic Coherence im Jahr 2010 ist das erste Paper. Und hier können wir sehen, also hier hat der Autor geschrieben: For our purposes, the usefulness of a topic can be thought of as whether one could imagine using the topic in a search interface to retrieve documents about a particular subject. Hier können wir sehen, dass die Definition von der Aufgabe bzw. diesem Kohärenzmaß sehr stark auf die Information Retrieval bezieht. Und in DH-Forschung, nach meinem Verständnis, zum Beispiel in literaturwissenschaftlicher Forschung, haben wir sehr wahrscheinlich eine andere Vorstellung von den Anwendungen von Topic Modeling, beziehungsweise wir haben ein anderes Verständnis von dem Wort Interpretierbarkeit. Deswegen, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Topic-Kohärenzmaß für unsere eigene Evaluationsbedarf nicht unbedingt geeignet. Deswegen, aber diese Methode ist zurzeit die beste Methode, die wir haben. Und was ich glaube, was wir machen können, ist, wir sollen mit Computerlinguisten zusammenarbeiten und zuerst erklären wir, was bedeutet Interpretierbarkeit für historische Forschung oder literaturwissenschaftliche Forschung. Und dann können wir vielleicht dann eine bessere geeignete Evaluationsmethoden für unsere eigene Forschungszweck zu finden. Ja, so viel zu den Evaluationsmethoden und jetzt gucken wir die Untersuchungen, die ich in meiner Dissertation gemacht habe. Die Evaluation in meiner Arbeit konzentriert sich auf die Faktoren, die einen Topic-Modeling-Prozess beeinflussen können. Zum Beispiel die Hyperparameter, Anzahl der Topics und so weiter. Und das Ziel meiner Untersuchungen ist, durch Evaluation den Einfluss der Faktoren auf Topic-Modeling besser zu verstehen. Und als Beispiel stelle ich heute die Untersuchungen auf Beta und Anzahl der Iterationen von Gibbs-Sampling vor. Und in meiner Evaluation möchte ich den Einfluss der Faktoren aus zwei Perspektiven anschauen, nämlich Topic-Modeling-basierte Dokumentklassifikation und Topic-Kohärenz. Meine Priorität ist nicht, durch das beste Klassifikationsergebnis das beste Modell zu identifizieren oder durch Topic-Kohärenz die beste interpretierbare Topics zu identifizieren. Ich möchte sondern verstehen, wie das Klassifikationsergebnis und die Verteilung der Topic-Kohärenz sich ändern, wenn ich einen Faktor wie zum Beispiel Anzahl der Topics ändere. Ja. Bevor ich meine Untersuchungen vorstellen, ich möchte zuerst ganz grob erklären, wie Gibbs-Sampling prinzipiell funktioniert und welche Rolle spielen diese Iterationen und Beta in Gibbs-Sampling. Stellen Sie sich vor, wir haben hier so eine ganz einfache Aufgabe, also die Gummibärchen nach ihren Farben in drei Gruppen zu sortieren. Was wir zuerst machen ist, wir bekommen die Gummibärchen und teilen wir sie zufällig in drei Gruppen, A, B, C. Und wir fängen von dieses grüne Stück an und wir möchten herauszufinden, zu welcher Gruppe sollte diese grüne Gummibärchen zugeordnet werden. Was wir machen ist,
wir zuerst in dem ersten Schritt gucken wir in drei Gruppen, wie viele grüne Gummibärchen gibt es überhaupt. Wir sehen in Gruppe A 1, Gruppe B 5, Gruppe C 3. Und jetzt wollen wir die richtige Gruppe Zuordnung von diesem Stück finden. Deswegen nehmen wir dieses Stück erstmal in Hand und machen wir hier ein Fragzeichen als Platzhalter. Und dann gucken wir nochmal die Verteilungen der Daten. Hier ist Fragzeichen in Gruppe A und in Gruppe B ist 5, Gruppe C ist 3. Deswegen Gruppe B bekommt so eine lange Spalte, Gruppe C bekommt etwas kürzere, Gruppe A bekommt nichts. Und dann sehen wir, okay, es ist eher wahrscheinlich, dass die grünen Gummibärchen alle in Gruppe B vorkommen. Dann sollte dieses Stück auch zu Gruppe B zugeordnet werden. Und als Ergebnis bekommen wir jetzt die Verteilung von Daten, also Gruppe A 0, Gruppe B 6 und Gruppe C 3. Und so einen Prozess machen wir dann für jedes Gummibärchen in diesem Datensatz zuerst einmal. Das nennen wir, das bedeutet, wir haben dieser Gibbs Sampling für eine Iteration gemacht. Und genau, und wir können, und so einen Prozess können wir also 10-mal oder 10.000-mal wiederholen, bis wir mit der Zuordnung der Gummibärchen zufrieden sind. Das ist die Bedeutung von Iteration, genau. Und wir sehen hier, dass weil bei Gruppe A jetzt 0 steht, ist es nicht mehr möglich, in den folgenden Sampling-Prozess, dass ein grünes Gummibärchen zu Gruppe A zugeordnet werden. Und das wollen wir aber in Praxis vermeiden. Und jede Gruppe soll eine kleine Wahrscheinlichkeit bekommen, dass ein Gummibärchen zu der Gruppe zugeordnet wird. Deshalb wird so ein Smoothing-Parameter eingeführt. Hier nenne ich das Beta. Das ist nämlich das Beta in Gibbs Sampling. Deswegen die gesamte Wahrscheinlichkeit, dass ein Stück Gummibärchen zu einer Gruppe zugeteilt wird, ist der Beta plus die tatsächliche Datenverteilung. Hier ist dann Beta plus 5, hier ist Beta plus 3 und bei Gruppe A ist nur Beta. Und wir können hier sogar sehen, also weil dieser Wert kann man selbst einstellen. Ich kann 0,1 oder 10.000 eingeben. Aber wenn ich der Wert auf 10.000 einstelle, spielt die tatsächliche Verteilung der Daten eigentlich bei diesem Sampling-Prozess weniger Rolle, weil alle Werte sind fast gleich groß, also 10.000, 10.005, 10.003. Deswegen, also hier können wir schon einen Eindruck bekommen, der Wert darf nicht zu groß sein. Und dieser Wert kann das Ergebnis des Gibbs Sampling beeinflussen. Genau. Und so funktioniert grundsätzlich Gibbs Sampling und bei Topic Modeling ist die Situation etwas komplexer. Also man muss eine zweidimensionale Gummibärchengruppierung machen. Eine Dimension ist also wie häufig taucht ein Wort in einem Topic und die andere Dimension ist, wie häufig taucht ein Wort in einem Dokument. Und hier sehen wir zwei Spalten und hier dieser Vierecke ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Und offenbar hier beim Topic 1 hat eine größere Wahrscheinlichkeit. Ich habe noch einen Vorschlag ist, man kann der Webseite von David Mimno angucken und hier gibt es einen Link und auch mit Video. Also hier ist eine Präsentation von David Mimno. Er hat in dieser Präsentation ganz klar erklärt, wie Gibbs Sampling funktioniert. Und man muss die Mathematik nicht verstehen, man muss zum Beispiel Bayesche Statistik oder die Begriffe wie zum Beispiel, wie heißt das, Markov Chain Monte Carlo oder Monte Carlo Markov Chain, das muss man nicht verstehen. Aber trotzdem kann man ganz klar durch diese Präsentation verstehen, was hinter diesem Topic Modeling bzw. Gibbs Sampling steht. Das ist sehr empfehlenswert.
Ja. Okay. Und so viel zu Gibsampling. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und dann kommen wir zu meiner Evaluation, meine Untersuchungen. Die Evaluation habe ich auf zwei Korpora durchgeführt. Die erste ist eine Sammlung, eine Sachtextsammlung, 2000 deutsche Zeitungsartikel, die sich in 10 thematischen Klassen teilen. Und mein zweiter Korpus ist eine Sammlung von 439 Hefte, Romane. Das ist so eine literarische Textsammlung. Und die Tools, Programme verwende ich Mallet für Topic Modeling, Freetagger für Lemmatisierung und Scikit-Learn, diese Linear SVM, nehme ich als Klassifikator für die Klassifikationsaufgabe und Palmetto für die Topikkohärenzberechnung. Und so habe ich meine Untersuchungen durchgeführt. Zuerst werden Topic-Modelle trainiert. Beim Training wird ein Faktor unterschiedlich eingestellt. Für heute ist dann Beta und Anzahl der Iterationen. Und gleichzeitig bleiben alle anderen Faktoren unverändert und die Voreinstellung der Parameter von Mallet wird übernommen. Und aus technischen Gründen, diese zufällige Initialisierung und Gibsampling, also wenn man zwei Topic-Modelle mit demselben Parametereinstellung trainiert, bekommt man immer noch also zwei leicht unterschiedliche Modelle. Deshalb wird bei jeder Parametereinstellung 10 Topic-Modelle trainiert, um diese mögliche Variabilität also zu balancieren. Genau, und nach dem Training des Modells mache ich die Topic-Modeling-basierte Klassifikation und berechne ich die Topik-Kohärenzwert für jedes Topic. Und bei der Berechnung nehme ich immer die ersten 10 Topic-Wörter und für das Kohärenzmaß habe ich Normalized Point-Wise Mutual Information, NPMI, entschieden. Und ich habe auch Baseline für Klassifikation und Topik-Kohärenz definiert. Für die Klassifikation mache ich eine einfache Back-of-Words-basierte Klassifikation, um zu verstehen, also wie gut sind die Dokumenten überhaupt klassifizierbar. Hier so bei Zeitungskorpus 0,758, das ist der F1-Wert, und Romankorpus 0,993. Und das Baseline für Topikkohärenz ist, ich trainiere Topic-Modelle mit 10, 20, 30 bis 500 Topics. Also bei jeder trainiere ich ein Topic-Modell. Das ist dann 14 Topic-Modelle. Genau. Aber nur mit einer Iteration. Und dadurch bekomme ich das nenne ich Topics vor Topic Modeling oder Topics ohne Topic Modeling. Und dann berechne ich die NPMI-Werte aller diesen Topics. Und nehme ich der durchschnittliche Wert von all diesen NPMI-Werte als mein Baseline. Und bei Zeitungskorpus liegt der Wert auf minus 0,0619 und bei Romankorpus minus 0,1153. Und diese beiden Werte werden gleich in der Abbildungen durch so eine schwarze Linie dargestellt. Und dann, genau, und danach mache ich die Visualisierung. Ja, hier sind die Ergebnisse. Erstmal Beta und ja, stimmt. Ich habe Anzahl der Topics auch bei der Untersuchung immer variiert. Der Grund dafür ist, also wenn man Mallet verwendet, um Topic-Modelle zu trainieren, man kann bei anderen Faktoren kann man immer die vorgegebene Parametereinstellung einfach so übernehmen. Aber man muss immer selbst entscheiden, wie viele Topics möchte ich trainieren. Deswegen habe ich bei all meinen Untersuchungen die Anzahl der Topics auch variiert. Und hier der Wert von Beta habe ich auch so von 0,00001 bis 50 variiert. Und hier erkläre ich die Abbildungen ganz kurz. Ich glaube, so ist besser. Ich nehme zum Beispiel dieser Punkt. Was bedeutet das? Das ist, hier habe ich, das bedeutet, ich setze der Wert von Beta erstmal auf 0,08
und die Anzahl der Topics aufziehen. Und trainiere ich, wie gesagt, bei jeder Parametereinstellung 10 Topic-Modelle und mache ich die Klassifikation. Als Ergebnis bekomme ich dann 10 F1-Werte. Und dieser Punkt ist der durchschnittliche Wert von diesen 10 Werte. Also, wie gesagt, dadurch wird diese Variabilität unter den Modellen ausbalanciert. Und genau, und so sieht die Ergebnisse aus. Zuerst auf dem Zeitungskorpus. Wir sehen, wenn der Wert von 0,00001 auf ungefähr 0,001 erhöht, dann oder bei Anteil der Topics 20 dann bis 0,01 erhöht, dann geht die Klassifikationsergebnis besser. Und wir sehen auch, dass die Topic-Modelle mit mehr Topics bessere Klassifikationsergebnisse erzielen können. Und danach, also mit weiterer Erhöhung von der Wert, geht die Klassifikation schlechter. Und bei bis zu 50, das funktioniert dann nichts. Wenn wir jetzt an meine vorherige Erklärung von Gibbs-Sampling denken, können wir schon verstehen, okay, dieser Smoothing-Parameter, dieser Hyperparameter darf nicht zu groß sein. Und das Ergebnis bestätigt dieser Punkt auch. Und außerdem sehen wir, dass die Topic-Modelle mit mehr Topics ein bisschen mehr sensitiv zu der Veränderung von Beta reagiert. So, die funktionieren zwar am Anfang ganz gut, aber geht sehr schnell schlechter. Und bei dem Romankorpus ist die Situation fast gleich. Die Klassifikation geht, verschlechtert sich ab der Wert von 0,1 bis 0,2. Und die Daten hier sind sehr stark überlappend, deswegen habe ich auf der rechten Seite die Daten nochmal visualisiert. Wir sehen die Topic-Modelle mit 10 Topics zum Beispiel, also fast immer schlecht funktioniert. Und bei 500 Topics, die können zuerst eine gute Ergebnisse führen und danach mit der weiteren Erhöhung sehr schnell, also schlecht geht. Ja, das ist einmal die Klassifikation und dann die Verteilungen der Topikohärenz. Ich erkläre wieder ganz kurz die Abbildungen hier. Hier sind eine Reihe von Boxplots. Also hier auf der linken Seite dieser blaue Boxplot bedeutet, hier die Anzahl der Topics ist 500. Und wie gesagt, trainiere ich immer 10 Topic-Modelle. Deswegen hier sind eine Verteilung von den MPMI-Werte von 5000 Topics. Und hier bei diesen roten Boxplots ist dann die Verteilung von 10 mal 10, 100 Topics. Genau, und diese schwarze Linie ist mein Basel. Also hier die Ergebnisse auf dem Zeitungskorpus zeigt, bis zu Beta gleich 0,0001 zeigen die Verteilungen insgesamt einen aufsteigenden Trend. Und die Spannweiten der Verteilungen sind größer. Ab Beta gleich 0,02 beginnen sich die Verteilungen bei jedem Setting der Topic-Anzahl zu verengen. Besonders bei den Topic-Modellen mit höheren Anzahl von Topics ist zu beobachten. Ich mache das vielleicht noch ein bisschen größer. Ist das zu beobachten? Dass die Verengung der MPMI-Werte Verteilung bei Beta gleich 0,005 schon beginnt. Ab Beta gleich 5 hier, ist der Unterschied in den Verteilungen nicht mehr deutlich sichtbar. Und beim Romankorpus ist die Situation ähnlich. Die Spannweite der MPMI-Werte Verteilung wird größer, wenn sich Beta vom 0,00001 auf 0,02 erhöht,
Und ab Beta gleich 0,02 beginnen sich die Verteilungen bei jedem Setting der Anzahl der Topics zu erhöhen und zu verengen. Unabhängig von der Anzahl der Topics liegen die meisten NPMI-Werte ab Beta gleich 5 zwischen ca. 0,05 und minus 0,1. Die nächste Frage ist, was passiert hier? Also das bedeutet, dass alle diesen Topics besser sind, besser als hier sind, oder irgendwas ist schiefgelaufen? Ich habe deshalb ein kleines Experiment gemacht, nämlich, also hier ist nochmal der Formel von NPMI, und ich habe dieses Experiment so gemacht, gegeben sind zwei Wörter, also Wort WI und WJ. Und sie tauchen im Referenzkorpus, also deutscher Wikipedia, niemals zusammen auf. Deswegen, also dieser P, WI, WJ ist immer gleich 0. Und die Häufigkeit von dem Wort WI und WJ mache ich unterschiedliche Einstellungen. Also 1, 11, 21 bis 991, das ist dann 100 Werte. Und das mache ich für das Wort WJ auch. Und weil ich weiß, mein Referenzkorpus enthalten mehr als 200 Millionen Wörter, dann kann ich die PW1 und PWJ auch berechnen, um der NPMI-Wert von diesen beiden Wörtern zu berechnen. Genau. Und ich mache immer die, ich mache die, ich kombiniere immer die Frequenz von den zwei Wörtern. Also erstmal Frequenz von WI ist gleich 1, Frequenz von WJ ist auch gleich 1, dann berechne ich diese PWI und PWJ, dann berechne ich einen NPMI-Wert. Und dann mache ich weiter für 1 und 11, 1 und 21 und so weiter. Und dann mache ich noch 21 mit 1, 21 mit 11 und so weiter und so fort. Durch diese Kombination bekomme ich 10.000 NPMI-Werte. Und die Voraussetzung ist immer, dass diese zwei Wörter niemals in meinem Referenzkorpus zusammen vorkommen. Deswegen, dieser Teil ist immer 0. Und das ist einfach ein Zahl. Das Ziel von diesem Zahl ist, einen Logarithmus von 0 zu vermeiden. Ansonsten kann der Wert nicht mehr berechnet. Diese Zahl sollte normalerweise sehr, sehr klein sein. Also klein bedeutet 1 mal 10 minus hoch, also 10, 1 mal 10 hoch minus 12. Das ist dann 0,001, so ein sehr kleiner Wert. Genau. Und habe ich dann 10.000 NPMI-Werte berechnet und die Werte habe ich visualisiert. Hier können wir sehen, die meisten Werte liegen zwischen minus 0,1 und 0,1. Und jetzt, wenn wir diese Abbildungen mit dieser Abbildung verglichen, können wir ungefähr wissen, was hier passiert. Also nämlich die meisten Topic-Wörter in den Topics, die tauchen in meinem Referenzkorpus gar nicht zusammen auf. Deswegen grundsätzlich, das bedeutet hier, durch die Manipulation von Beta kann ich diese Topic-Modell einfach kaputt machen. Und meine automatische Evaluationsmethode, diese Evaluationsmaß, funktioniert auch nicht wirklich. Genau. Und um diese Annahme nochmal weiter zu überprüfen, habe ich überprüft, weil für die Berechnung der Topic-Kohärenz nehme ich die ersten 10 Wörter und berechne ich alle Wortpaare in diesen 10 Wörtern. Das ist dann für jedes Topic 45 Wortpaare. Berechne ich immer die NPMI-Werte von dieser 45 Wortpaare und ich habe dann überprüft, der Anteil der Wortpaare in jedem Topic, die in Wikipedia nicht gemeinsam vorkommen. Also diese P, WI und WJ ist gleich 0. Und hier können wir sehen, bei Beta größer als 5, es gibt mindestens 70 oder bis 75% bis maximal knapp
100% der Wortpaare, die eine Null-Kookurrenz haben. Genau. Und hier habe ich auch ein Beispiel-Topic. Also das ist, mindestens für mich ist das schon schwer vorzustellen, das Wort Fußball, Footballmannschaft, okay, und Krebskorb oder Ehrentag in irgend so einem Kontext im Text zusammen erscheinen. Genau. Und das ist dann, das ist grundsätzlich die Erklärung von diesen Taten. Das bedeutet, hier geht die etwas kaputt. So. Ja. So viel zu Beta und jetzt gucken wir die Anzahl der Iterationen. Ich habe, wie vorher, ich habe die, die Einstellung von Iterationen variiert von 20 bis 3000 und Anzahl der Topics auch variiert und die Klassifikation auf Zeitungskorpus und auf dem Romankorpus zeigt grundsätzlich die, die gleiche Situation, nämlich wenn die Anzahl der Iterationen von 20 auf ungefähr 300 bis 400 erhöht wird, wird die Klassifikation besser. Und mit weiteren Erhöhungen gibt, gibt es zwar Schwankungen, aber keine systematische Verbesserung. Das sieht man auch in dem Romankorpus. Und also wie vorher, diese Daten sind sehr stark überlappend. Deswegen habe ich auf der rechten Seite nochmal alles visualisiert. Man sieht die Schwankungen, aber keine systematische Veränderung. Genau. Und bei der Verteilung der Topic-Kohärenzwerte, wir können auch ganz deutlich sehen, dass die dass mit der Erhöhung von Iterationen, dass die beste kohärente, also der, dass die MPMI-Werte der beste kohärente Topics erhöht und bis zu 300, 400 Iterationen. Und danach gibt es keine deutlichen Verbesserungen. Das, das können wir auch in der Untersuchung auf Romankorpus gleich sehen. Also diese Verbesserung bis maximal nur zu 400. Genau. Und ja, also durch meine Untersuchungen komme ich dann deshalb zu meiner Schlussfolgerung. Also wenn man Topic-Modelle mit Mallet trainiert, soll der, der Wert von Beta zwischen 0,005 und 0,01 einstellen und Anzahl der Iterationen mindestens 400. Und als ein Vergleich, der vorgegebene Wert in Mallet bei Beta ist 0,01. Und bei dieser Iteration wird auf 1000 eingestellt. Deswegen, also diese zwei Wert kann man ruhig übernehmen, um eigenes Topics zu trainieren. Aber die Voraussetzung ist, ich habe die Untersuchung, also ich habe die, diese Faktoren nur aus zwei Aspekten getestet. Einmal Klassifikation und einmal die Topic-Kohärenz. Genau, und alle anderen Aspekte kann ich jetzt schwer einschätzen. Ja, und so viel zu meinen Untersuchungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.